Ich möchte heute mal über die Dirty Highs reden, also die dreckigen Hochs, so die Dinge, die dir sozusagen einen Kick geben. Beispiele dafür sind ungesundes Essen, Pizza, Burger, sich einfach mal vor den Fernseher legen und nichts tun, statt aufzustehen und in die Welt hinauszugehen und Sport zu machen und mit anderen Leuten in Kontakt treten, in den Vergnügungspark gehen, ins Kino gehen, Sex haben. All diese Dinge sind quasi Dirty Highs. Es sind Dinge, die dir schnelle Befriedigung verschaffen, aber diese Befriedigung geht auch schnell wieder weg. Also es ist ein Hoch, aber ein dreckiges Hoch. Dahingegen gibt es ein Hoch, ein dauerhaftes Hoch, sozusagen das Glück im Leben, das sinnerfüllte Leben, das Leben, wo du Dinge gibst, anstatt Dinge an dich zu reißen, wo du Dinge gibst, statt Dinge zu konsumieren. Und genau diese Dinge sind es, die dich auf lange Sicht glücklich und erfüllt machen. Und wir müssen das erkennen und wir müssen sozusagen die Willenskraft aufwenden oder aufbringen, um gegen diese Dirty Highs, ja, anzukämpfen, will ich jetzt nicht sagen, aber sie zu erkennen und sie dann vielleicht auch zu transformieren oder etwas anderes dann daraus zu machen. Wichtig dabei ist, dass wir uns nicht in diesen Dirty Highs verlieren, weil es passiert oftmals, dass wir eine stressige Lebensphase haben oder eine schwierige Lebensphase haben und dann verfallen wir diesen Dingen viel leichter. Das heißt, wenn wir einen stressigen Arbeitstag hatten, dann verfallen wir viel leichter diesem Dirty High, einfach daheim zu liegen, sich eine Pizza zu bestellen und Fernsehen zu gucken und dann einfach wegzudösen oder am nächsten Tag wieder aufzustehen, wieder zur Arbeit zu gehen, wieder nach Hause zu kommen, wieder kaputt zu sein, sich kurz noch Gedanken machen, ob man nicht endlich mal wieder Sport machen sollte oder aus dem Haus gehen sollte und dann denken, nee, und sich wieder hinlegt. Natürlich macht es auch einen großen Unterschied, ob man eine sinnerfüllte Arbeit hat oder nicht. Wenn jemand keine sinnerfüllte Arbeit hat und auch eine Arbeit hat, wo er sich kaum bewegt und auch vom Kopf her kaum bewegt sozusagen, das meine ich mit dem Sinn, dann ist es noch viel, wie sagt man, zerstörender, wenn man dann sich daheim hinlegt und wirklich nichts mehr für seine Seelengesundheit tut und sich mit diesen Dirty Highs zufrieden gibt. Wenn man einen sinnerfüllten Job hat, wo man, der sehr flexibel ist, sehr variabel ist, dann kann man das noch auf eine gewisse Art und Weise verantworten, wenn es dem Yin und Yang gleicht, also diesem Ausgleich zwischen Einkehr und, also zwischen Aktivität und Ruhephase. Ich hoffe, man kann es ein bisschen nachvollziehen und wichtig ist zu wissen, diese kleinen Dinge, die den Dirty Highs entgegensprechen, die sich in dem Moment nicht gut anfühlen, eben rauszugehen, aus deiner Komfortzone zu gehen, mit anderen Leuten zu reden, zu interagieren, mit neuen Leuten auch oder auch in den Sport zu gehen und sich was Gesundes zu kochen, auch wenn es länger dauert und man so viel Hunger hat. Das sind die Dinge, die ich im Prinzip auf einen Weg bringe, der dich in die Zufriedenheit bringt und das auf lange Sicht dich erfüllt. Und das ist das, worauf es im Leben ankommt. Sonst sind wir immer diese Sklaven dieser Dirty Highs, hoch und runter, hoch und runter. Und wir werden niemals unsere innere Mitte finden, zur Ruhe kommen und glücklich werden und auch andere Menschen inspirieren können. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.